Planet fürs Erste. Ist das eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Heilige Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja, sieht sicher aus. So sicher wie alles auf dieser Insel. Wir kommen Ihnen näher. Das ist Sam. Komm, wir müssen zu ihm. Ich muss irgendwie zum Strand. Nate, sie sind hinter dir! Geh in Deckung, los! Here.
muss irgendwie zum Strand. Irgendwie zum Start. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Hier lang.
gewissermaßen. Finden wir deinen Bruder. Ja. Wo könnte es Sam sein? Er ist dort entlang! Ja, das ist die Antwort. Ich hab sie! Wir haben sie! Weg abschneiden! Der sitzt in der Falle. Sam! Bleib, wo du bist! Wir kommen zu dir! Gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von dieser Stadt zu verschwinden, ne? Ich bin dafür. Hast du mein Feuerzeug?
Gebäude. Wir müssen diese Panzer ziemlich das Maul. Von dem anderen Schiff! Von dem Deck da unten! Mit dran! Mach sie wieder! Hinter euch, Leute! Okay, komm! Unsere Freunde sind zurück! Pusht die Dreckskerle weg! Okay, hier.
Schlimmste Holzfass aller Zeiten. Ich muss hier raus. Schlimmste Kreuzfahrt aller Zeiten. Ich muss hier raus. Großartig. Oh Mann, wie viele von diesen Trucks hast du dabei, Ben? Schorlein-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Wo ist die Panzer?
noch einer? Scheiße! Oh, heilige Sally! Wie läuft's auch nicht? Vorsicht! Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar! Okay, die Spielchen sind vorbei. Gott und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe. Hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt. Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg.
Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Haft. Wenn Sean einem Flugzeug auf uns wartet. Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Und Chuck? Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier lang. Da ist es. Ganz schön tief runter. Wo bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergekommen, aber da müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen. Yeah.
Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stehen. Hilf mir mal, Sam. Okay. Hey, braucht ihr Hilfe? Hey, nein, danke. Geschafft. Jemand einen Ausweg? Hey Leute, hier durch. Wow, schaut euch das an. Das ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Ugh.
keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Was zum Henker machst du da, Junge? Weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ich die hölzerne Plattform da unten erreichen. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Die Idee. Nächsten. Hörst du mir? Hilfst du mir mal? Okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Naja, vielleicht. Geschafft! Willkommen. Okay, wir sind soweit. Ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist doch gar nicht. Du solltest die Aufzüge suchen. Oh. Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Gib mir die Hand. Ja. Gott sei Dank.
Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Fertig! Ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Ich hab's. Los! Mist. Los. Gott, verdammt. Wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich.
Ich dich auch, Cowboy.